Sie sind die erste Gruppe bei uns in diesem Semester, die die App nutzt. Wir haben die vor einem Dreivierteljahr zusammen mit dem Kooperationspartner UniNow erstellt, haben ein paar Tests durchgeführt. Das hat Monate gedauert letztendlich, um uns ein bisschen zu gucken, was nutzen Sie, was kann weg letztendlich, wo sind Fehler. Und jetzt sind wir so weit, dass wir sie einführen können. Diese App ist im Grunde genommen nur eins. Es ist ein kleines Tool, mit dem Sie Ihr Studium, so unser Wunsch, vielleicht etwas besser organisieren, koordinieren können. Es wird Sie nicht davon abhalten, Sie müssen lernen weiterhin, Sie müssen noch Prüfungen ablegen, das ist auf jeden Fall so. Aber hier haben wir festgestellt, letztendlich können Sie Mails nicht verpassen, Termine nicht verpassen, haben Sie Bücher ausgeliehen letztendlich, werden Sie auch daran erinnert. Eigentlich so Dinge, die in den vergangenen Jahren immer mal so ein bisschen ein Problem darstellte. Ja, der eine hat eine Mail gekriegt, nicht bekommen, hat einen Prüfungstermin nicht wahrnehmen können. Das gab ein bisschen Stress letztendlich. Und da haben wir gesagt, gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, das alles zu koordinieren, alles zusammenzuführen? Und diese Firma UniNow, das ist ja mittlerweile kein Startup mehr, von 2016 gegründet, wie der Name sagt, so ein bisschen aus dem universitären Raum heraus und hat sich entwickelt, wie kriegen wir Unis und Hochschulen aufs Telefon. Das war so der Hauptaspekt dabei. Wir sind eine von 100 Häusern deutschlandweit, die UniNow einsetzt. Prinzipiell irgendwo das Gleiche. Wenn Sie also mit anderen zusammen sind, könnte sein, dass Sie so etwas ganz Ähnliches finden. Es unterscheidet sich oft nur durchs Design oder die Farben. So. Prinzipiell ist es so, in Ihrer Generation muss man nicht mehr viel sagen, wie Apps funktionieren. Ich gehe davon aus, die meisten von Ihnen haben irgendwie damit zu tun. Wir haben die Beta-Tests im November und im Januar, den langen Test mit einer größeren Gruppe, nicht viel erzählen müssen. Die haben das schon alleine so hingefunden. Das werden Sie auch tun. Was ich Ihnen eigentlich nur zeigen will, sind solche Geschichten wie hier. Meine Kollegin ist darauf eingegangen. Wie logge ich mich wo ein? Das ist das Einzige, was wahrscheinlich auch immer im Semester für Sie von Jahr zu Jahr zum Nachdenken auffordert. Das ist das Einzige, dass Sie oben, das da, das ist irgendwo selbsterklärend. Posteingang können Sie was mit anfangen. Dieses Apfelsymbol, das ist die Mensa. Heute und Kalender, das ist nichts weiter als Ihr Stundenplan. Ja? Das ist selbsterklärend. Entscheidend ist für Sie immer nur zu wissen, wie logge ich mich denn ein? Meine Kollegin ist davon eingegangen, allerdings so ein bisschen aus der Laptop-Sicht. Und genau so können Sie hier auch rangehen. Ja, es ist einfach zwar nur auf Ihrem Telefon, aber prinzipiell sehr, sehr ähnlich. Sie müssen nicht fotografieren. Wenn Sie einen Stick gekriegt haben, dort ist alles drauf. Ja? So. Also Sie müssen nicht mitschreiben. Entschuldigung, hätte ich vielleicht vorneweg sagen sollen. Diese Sticks, da sind sowohl der Vortrag von meiner Kollegin als von mir auch mit drauf. So. Im Grunde genommen ist das hier, was Sie sehen, so eine Art Startseite. Ja? Sie haben unten Feed als Startseite, mein Studium, da sehen Sie gleich im nächsten Slide noch ein bisschen was dazu. Karriere ist etwas für Geisteswissenschaftler wahrscheinlich nicht sonderlich nutzbar, das ist eher sehr techniklastig. Dort sind Unternehmen angesiedelt, die mit UniNow stärker kooperieren letztendlich, bisher eher im technischen Bereich. Vielleicht haben Sie Glück, man kann ja da mal reingehen, in große Unternehmen, die dort Leute suchen. Einstellungen. Sage ich zum Schluss noch was dazu, aber prinzipiell sind die ersten beiden Teile, Feed und mein Studium, für Sie relevant. Zu meinem Studium finden Sie auch Angaben wie Bibliothek, Moodle und Open Campus. Diese Geschichten vielleicht, oder Moodle besonders, die Lernplattform, wer bei uns schon mal gewesen ist, weiß das, wie die funktioniert, weiß auch, wie die aussieht. Die ist nur dafür gedacht, wirklich ausschließlich, dass wenn Sie etwas vergessen haben sollten. Das ist nicht wirklich zum Arbeiten. Sie können es öffnen, Sie können es angucken, Sie kommen ins Seminar rein, haben festgestellt, Sie haben irgendwas vergessen. Da kommen Sie nochmal ran, ohne das Laptop rauszuholen. Das geht. Sie werden feststellen, für den richtigen Betrieb, um richtig zu arbeiten, ist das ungeeignet. Ja? Dann vielleicht, wenn Sie eher auf dem Tablet arbeiten wollen, die Moodle-App nehmen. Das nur zum Reinschauen. Auch Open Campus. Macht sich besser, am Laptop sich anzugucken, einfach wegen der Größe. Wenn Sie mal schnell mal nachgucken wollen, geht es hier auch. Deswegen haben wir es drin. Wir haben festgestellt, die Nutzung ist trotzdem da. Es wird trotzdem immer reingeguckt letztendlich. Aber erwarten Sie da nicht so wie Sonderdinge. Ja? Denken Sie an die Größe Ihres Displays
Und dementsprechend, wenn vieles dargestellt wird, müssen Sie ganz schön scrollen. So, das sind so die Punkte. Wir haben Kalender, Mensa, alles schon mal gesehen. Noten ist vermutlich jetzt am Anfang noch nicht ganz so wichtig, wird dann wichtig. Diese Noten letztendlich sind alle in Open Campus und beim Campus Management System hinterlegt. Die können Sie sich dann später reinbinden. Ich gehe nochmal zurück. Sie haben hier Notenübersicht. Zugangsdaten Open Campus, meistens verbunden mit Ihrer E-Mail-Adresse. Ja? Über die gleiche Art und Weise kriegen Sie einen Kalender. Sie finden im Kalender Ihre Seminare. Die können Sie auch selber hinzufügen, was Sie, wenn Sie was brauchen. Aber grundsätzlich stehen dort alle Ihre Seminare drin, auch wo sie stattfinden und bei wem sie stattfinden. So, das heißt, im Zweifel, wenn es eine Raumänderung gibt, können Sie da reingucken. Ja? Es ist teilweise so, dass unten im Bildschirm im Haupteingang das auch da steht. Aber wenn es größere Verschiebungen sind, empfiehlt es sich, in die App zu schauen. So, Notenübersicht am Anfang vielleicht noch nicht wichtig, später schon. Hier oben dieser Punkt, Support. Das erste Mal in den ganzen Jahren, dass die IT der KSB da raus ist. Diese App wird grundsätzlich gesteuert durch UniNow, durch Unternehmen selbst letztendlich. Wenn Sie hier feststellen, irgendwas geht bei Ihnen nicht, das Runterladen geht immer. Wir haben jetzt einmal in der Testergruppe festgestellt, da war die Notenansicht etwas falsch. Geht grundsätzlich über den Support von UniNow. Die wissen sonst nichts über Sie. Im Grunde genommen sind sie, ja, ganz platt gesagt, eigentlich nur ein Telefon, was sich bei denen meldet. Die wissen sonst gar nichts über ihn. Sie wissen zwar, wo sie studieren, aufgrund der E-Mail-Adresse, aber ansonsten sind sie unbekannt. Sie müssen also da jetzt nicht fürchten, dass da irgendwie Details über sie bekannt werden. Man guckt im Fehlerfall eigentlich nur nach. Man nimmt meinen Max Mustermann, was die Firma hat, schaut nach, funktioniert es grundsätzlich und dann schaut man mal, warum funktioniert es bei Ihnen nicht. Es kann so gut sein, dass die App funktioniert, aber es gibt einen Fehler in der Datenbank. Hatten wir auch schon. Ja? Soll heißen, die KSB kommt nur dann ins Spiel, wenn die Entwickler von UniNow sagen, es müsste funktionieren. Ja? Ansonsten laufen sie grundsätzlich über UniNow. Betrifft übrigens alle Personen im Haus, inklusive Präsidentin. Alle laufen darüber. Ja? Also gleiches Recht für alle. So ist es in dem Moment. Die sind, wie Sie sich vorstellen können, sehr eifrig dabei, aber es hat, mitunter würde ich jetzt nicht Minutentakt darauf warten, dass Sie eine Antwort kriegen. Die arbeiten für ganz Deutschland, das dauert manchmal dann auch ein Stück weit. So. Zu diesen Punkten, der untere hier, der klingt recht lustig. Wir haben immer überlegt, lassen wir den drin oder lassen wir ihn nicht drin. Mittlerweile ist das einer der meistgefragtesten Punkte. Und zwar Schiffe versenken. Keine Ahnung, das ist... Im Grunde genommen stehen Sie da im Wettbewerb mit allen weiteren 100 Hochschulen, mit allen, die daran teilnehmen letztendlich. Also eine der beliebtesten Fragen war gewesen, mein Gegner hat aber aufgegeben und ich kriege den Sieg nicht gut geschrieben. Woran liegt das? So. Ja, also wir haben echt überlegt, ob wir es drin lassen. Gott sei Dank haben wir es drin gelassen. Ja, es bringt doch jede Menge. Und wenn man sieht, das Ranking steigt und so ein Spielemodus, ich habe auch gehört von UniNow, die wollen noch ein bisschen mehr nachliefern. Das muss wohl recht gut laufen. So, also hier sehen Sie nochmal so grundlegend ein paar Links. Ein Teil davon ist hier oben dabei. Ja. Ein bisschen mehr ist hier drin zu sehen. Es wird sich wahrscheinlich auch an dieser Ansicht nicht viel ändern. Es gibt noch ein paar Überlegungen. Wir werden wahrscheinlich noch einen Messenger einführen, sowas in der Art. Aber viel wird sich hier nicht tun. Und da links werden Sie gleich in der nächsten Folie nochmal sehen, haben wir ein bisschen was versteckt. Das sind so dann ein paar grundsätzliche Links, die von der Homepage von Interesse sein könnten. Aber prinzipiell ändert sich hier wenig. So, hier sehen Sie ein paar Bildchen, wie es so aussehen könnte. Der Stundenplan, immer abhängig von Ihren Veranstaltungen letztendlich und wie sie eingepflegt worden sind. In diesem Stundenplan finden Sie zuallererst Ihre Veranstaltung. Sie finden aber auch, wie hier, das kann man schlecht lesen, Akademischer Senat, Veranstaltungen, die vielleicht für den einen oder anderen von Interesse sein könnten. Sie sind schon teilweise öffentlich, man kann da reingucken, man kann daran teilnehmen und deswegen hat die Hochschulleitung entschlossen, okay, ein paar Termine kommen hinzu. Also da nicht wundern,
wenn da ein Brettchen steht, was ist akademischer Senat, was soll ich damit? Ein zentraler Anlaufpunkt, wo Sie auch mal reingucken können. Ansonsten standardmäßig Ihr Terminkalender, Ihr Stundenplan. So Sie Bibliothekskundinnen oder Kunde werden möchten, finden Sie Ihre ausgeliehenen Bücher dazu. Die können Sie hier auch verlängern. Sie werden erinnert, wenn es ausläuft. Sie können es auch verlängern. Nur beachten bitte, nicht alles ist verlängerbar. In der Regel sehr vieles, aber nicht alles. So, die beiden, Lernfeld von Moodle und Open Campus. Wie schon angedeutet, Sie sehen hier an der Optik, das sieht ganz fürchterlich nach Website aus, wie am Laptop. Und genauso ist es auch gedacht. Hier ist nichts aufbearbeitet, hier ist nichts angepasst in dem Sinne. Das zeigt, Sie können sich hier beispielsweise in Moodle einloggen und Sie finden all das, was Sie gewohnt sind. Sie können es auch aufrufen, aber arbeiten ist so eine Sache. Ja? Aber wenn es mal schnell gehen muss, geht's. Und dafür war es eigentlich auch konzipiert. So, ich glaube, Mensa selbsterklärend. Ab nächster Woche ist auch die wieder offen. Dieses hier, ja, jetzt geöffnet, das ist zwar schon ein bisschen älter, aber was wir festgestellt haben, diese Inhalte fliegen ja nicht wir, sondern es macht das Studierendenwerk. Und die haben also auch in der vorsitzenden Zeit das Ding offen gesehen. Komischerweise. Ja, es war zu. Da haben wir festgestellt, ganz sauber arbeiten die da nicht, was die Aktualität angeht. Das Essen stimmt, ohne Frage. Aber hier sind die ein bisschen lockerer, ob offen oder nicht. Ja, also dann haben wir schon festgestellt, den ganzen Februar war es geschlossen, wirklich geschlossen, aber hier stand offen. Guck mal, aber wenn Sie sehen, es gibt nichts zu essen, dann können Sie davon ausgehen, dass das nicht stimmen kann. Ja? Das will ich nur sagen, nicht, dass Sie sagen, da stimmt irgendwas nicht. Wir greifen hier grundsätzlich auf Informationen des Studierendenwerks zu. Das denken wir uns alles nicht selber aus. Ja? Deswegen. Stupa, das Studierendenparlament, das ist noch die alte Webseite von Ihnen. Mittlerweile konzipieren die was Neues, soweit ich weiß. Wird dann ein bisschen anders aussehen. Und zu guter Letzt vielleicht noch ein paar Geschichten, Benachrichtigung und im Anschluss was zum Datenschutz. Benachrichtigung deswegen, Sie haben die Wahl, das ist jetzt Android 14. Das kann und wird vermutlich bei Ihnen alles ein bisschen anders aussehen, abhängig von den Endgeräten und von den Softwareversionen, die Sie haben. Sie können sich benachrichtigen lassen, in dem Fall, wenn also meinetwegen Sie kriegen eine Einladung oder Sie kriegen eine Erinnerung für ein Seminar, Sie kriegen eine Erinnerung letztendlich, Buch läuft aus. Sie können es aber auch, wenn es Sie nervt, ausschalten. Diese Option haben Sie. Das habe ich so ein bisschen dargestellt. Zumindest sieht es bei Android 14 in dieser Form dann so aus. Hier gibt es einen Punkt. Speicher und Cache heißt das in dem Moment. Und da würde ich dann anschließen Sachen Datenschutz im Grunde. Also was wissen wir von Ihnen? Das ist hier überhaupt völlig unabhängig. Aber was weiß Uninau von Ihnen? Eigentlich gar nichts, wie es vorhin schon mein Support gesagt hat. Wenn Sie die App nutzen möchten, gehen Sie einen kurzen Vertrag mit Ihnen eigentlich nur ein, indem Sie ihn erlauben. Liebe Uninau, nimm meinen Benutzernamen und Passwort, nimm das und gib das auf deine hinterlegte Internetadresse ein und zeig mir an. Das ist alles. Es gibt keine Uninau-Server zwischendurch, nichts, gar nichts. Die Firma Uninau lässt sich jedes Jahr prüfen vom TÜV. Das heißt, wir können davon ausgehen, der TÜV hat es bestätigt, es wäre nach der europäischen Datenschutzverordnung 100% umgesetzt. Soll heißen, das, was Sie in dieser App abrufen, liegt wirklich auf Ihrem Gerät, Speicher und Cache. Sollten Sie den einfach mal löschen wollen, können Sie tun, dann ist die App so, als wenn Sie sie gerade heruntergeladen hätten. Ganz neu. Daran können Sie ruhig mal ausprobieren, wenn Sie es wollen. Hier liegt das ganze Geheimnis. Weder die KSB noch Uninau weiß wirklich was von Ihnen selbst in dem Moment. So, wir haben ansonsten, ich habe es angedeutet, noch vor, wir denken in den nächsten Monaten noch Messenger einzuführen. Das ist auch so ein bisschen deutschlandweit in den Hochschulen so ein bisschen en vogue jetzt gerade, um sie alle so ein bisschen abzuholen, um sie alle ein bisschen stärker zu binden, untereinander ein bisschen stärker zu vernetzen. Diese Option wird es noch geben, das wird dann eines Tages hier mit dazukommen. Jetzt allerdings noch nicht. Ansonsten würde ich Ihnen empfehlen, durchaus sich das anzuschauen. Sie sollten es ruhig nutzen, denn gerade Mails und Stundenplan sind zwei Dinge,
die in der Vergangenheit gezeigt haben, wenn man die irgendwas verpasst, dann wird es schwierig. Ja, ob sie die Note wirklich jetzt an dem Tag wissen, ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber wenn sie einen Termin verpassen, nur weil sie eine Mail nicht gelesen haben, wird es schlimm. Ja, und wenn sie nicht wissen, in welchen Raum sie müssen an dem Tag, ist auch ein bisschen blöd. Also an der einen oder anderen Stelle, man hilft den Studierenden, wenn sie ein bisschen da unten stehen und wissen nicht, wohin, das geht. Aber hier können sie vorher schon sehr sicher sein. Vor allen Dingen ist auch wichtig, fällt's aus. Ja? Wir hatten also auch einen Punkt, den Studierende oft angesprochen haben, fällt eine Veranstaltung aus, wussten sie es erst, wenn sie hier waren, durch den Monitor unten. So, das ist eine super Geschichte. Es sei denn, sie haben die Mails gelesen. Pfiffige Dozenten haben wenigstens Mails verschickt, dass es ausfällt, aber der eine oder andere nicht. Und dann standen sie hier und haben festgestellt, ich kann wieder nach Hause. So. Auch da würden wir sagen, haben wir durch die App versucht, ein bisschen mehr Transparenz für sie reinzubringen, wenn sie es früh sehen. Und es fällt aus, brauchen sie nicht zwingend herkommen. Ja? So. Das war es von meiner Seite aus. Gibt es denn von Ihnen noch Fragen zu irgendwas? Also ich bin mir relativ sicher, dass Sie damit sowieso klarkommen. Das war jetzt nur eine bisschen Optik, damit Sie wissen, worauf es ankommt. Das Wichtigste hat meine Kollegin vorhin gehabt, Benutzername, Passwort. Das ist das Wichtigste für Sie. Das da, damit kommen Sie schon klar. Letztendlich. Das bin ich hundertprozentig überzeugt. Aber gibt es ansonsten noch etwas, was Ihnen auffällt, wo Sie Fragen haben? Gut. Wunschlos glücklich. Auch nicht schlecht, das ist wie vorhin. Wunschlos glücklich, ja. Es ist ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ja, es ist Feierabend, alles klar. Ja, schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen was.